Ja, hallo, hier ist der Prozess eines Förderbands dargestellt. Das Förderband hat zwei Endschalter, einen Endschalter links, einen Endschalter rechts und ein Werkstück. Das Werkstück kann ich anheben und wenn ich es auf den Endschalter lege, löst der entsprechend aus. Ich habe hier auch noch ein Bedienpult, das hat einen Stopptaster und wir sehen, der ist low aktiv. Das heißt, wenn er aktiviert ist, geht er auf 0. Einen Starttaster, einen Reset-Taster, einen Schalter für Hand und Automatik. Und die anderen beiden Eingänge sind wie gesagt unsere induktiven Näherungsschalter. Dann haben wir Ausgänge, und zwar Lampen H1, H2, H3, H4. Mit diesem Schütz hier kann ich den Motor ansteuern und hier den Motor zur anderen Richtung. Und auch hier sehen wir, dass wenn er den Endschalter erreicht, dass dieser auslöst. Gut, das Ganze möchte ich jetzt gerne mit meinem Raspberry Pi verbinden. Und zwar über Modbus. Das heißt, ich gebe hier die Verbindungsinformationen ein, die IP-Adresse. Und klicke auf Verbinden und schon ist er mit meinem Raspberry Pi Ja, hier verbunden. habe ich die Eingangssignale des Prozesses einmal definiert in OpenPLC Editor. Das heißt, man sieht hier die Eingangssignale, der Stopptaster, der Starttaster, der Reset-Taster, der Handautomatik-Taster und auch eben entsprechend hier die Ausgänge für die Lampe H1 bis H4, der Motor links, der Motor rechts. Und noch ein Ausgang, um die Geschwindigkeit des Motors zu erhöhen. Ja, wenn ich das Programm auf den Raspberry Pi hochlade, kann ich die Ausgänge beobachten, die Eingänge beobachten. Das heißt, ich sehe hier, dass mein Stopptaster aktiviert ist, weil er ja low aktiv ist. Und entsprechend kann ich das Ganze hier gucken. Wenn ich den Stopptaster drücke, wechselt das Ganze. Ich habe hier meinen Starttaster, meinen Reset-Taster. Handautomatik. Wenn ich den Endschalter Ja, auslöse, ich habe auch ein kleines SWS-Programm dazu geschrieben. Dazu habe ich auch noch einige Eingänge auf meinem Raspberry Pi verwendet. Und zwar einen Taster links und einen Taster rechts. Und hier eben die Anschlüsse für die RGB-LED. Und so ist es, dass wenn der linke Endschalter auslöst, die LED auf dem Pi rot angeht, wenn der rechte Endschalter auslöst, die LED grün angeht, oder wenn ich auf dem Raspberry Pi den linken Taster betätige, dann geht der Motor nach links und wenn ich den rechten Taster betätige, geht der Motor nach rechts. So, auch das Programm habe ich hochgeladen und habe mein Prozessmodell mit meinem Raspberry Pi verbunden. Den sieht man nicht. So, das ist mein Raspberry Pi. Und ich bin jetzt mit dem Prozess verbunden. Das heißt, wenn ich den linken Endschalter betätige, geht die Lampe auf. Wenn ich den rechten Endschalter betätige, geht sie auf grün. Wenn ich auf meinem Raspberry Pi den Endschalter betätige, dann dreht sich der Motor dann nach links und entsprechend den anderen bewegt sich der Motor nach rechts. Und das auch wieder, bis der Endschalter erreicht ist und die Lampe geht auf Rot. Ja, so ist ein virtueller Prozess gekoppelt mit einem realen System.